Spaß, diesen Wichser zu spielen? Frag mich, was ich an einem Mittag verdiene. Der Internet-Hype und jetzt suchen sie Streit und spielen Internet-Rambos auf Twitter-Profilen. Dieses Album so episch, fast biblischer Shit. Verpasst deutschen Rap damit einen kritischen Hit. Seh sie Ansprachen halten in Videoclips, doch muss anmaßend sagen, sie zielen nicht mit. Denn jetzt werden Monetas gestapelt und Fakt ist, die Berge, sie ähneln den Alpen. So viele Leute, die mir heute reinreden wollen. Ich versuch nur den Pegel zu halten. Und Weiber, die damals so arrogant sagten, aus dir wird doch nie was, die mickrigen Bitches haben leider heute noch immer keinen Bock darauf, mit diesem Skeezy zu ficken. Egal, da wird drauf gespuckt, hänge an beinahe jedem Tag unter der Woche in Saunaclubs. Dieses Team ist Legende, uns liebt diese Menge. Bedenkt, es gibt keinen hier außer uns. Ich häng zwar mit hässlichen Scheiß in einem Backstage-Bereich, doch ich ficke sie sicherlich. Denn wie gleich Aristoteles sagte, besser widerlich als schon wieder nicht. Seh all diese Wichser in Videoclips, konturierte Gesichter. Doch Skeezy muss damit, der überhaupt steht, vor dem Dreh Aspirin konsumieren wie Tic-Tac. Denn sieh diese Rap-Ikone, fickt auf den Fame und vermischt dieses Bags mit kleinen Resten aus Jackie-Dosen. Kommt auf die Stage und vergisst ihren Text. Egal wer du bist oder meinst was zu sein, ich will nur, dass du weißt, ich gebe kein Fick. Schmeiß du ruhig mit Steinen, ich schmeiße mit Scheinen. Geh und kauf dir davon einen Strick. Ich sorge für Abriss, was lediglich Fakt ist, jedoch deine Person sorgt in unseren Kreisen und hunderte Meilen für Lachen. Der Kaiser von China, geh und erzähle doch ihm was. Mach hier nicht auf eiserne Diva und frag mich nicht nach einem Feature. Vielleicht interessiert er ihn das. Den Kaiser von China, den Kaiser von China, den Kaiser von China. Du siehst Skeezy auf 20 Promille mit Hand an der Nille in Videos im Bang Bass. Hast du keine Vorbildfunktion, fragen sie mich. Ich frage, habt ihr keine Eltern? Kannst du auch von was anderem reden? Ich meine, wann erweiterst du deinen Kosmos? Deinen Rat nehme ich gerne entgegen und lad dir direkt ein paar Nuts in die Dropbox. Voran geht es jetzt, denn ich hab immer noch die Träume vom Mercedes-Benz. Aber so lang habe ich keine Geduld und verspiel mein ganzes Geld im Erlebniswelt. Denn die Gefühlslage, sie ist okay. Hab noch ein paar Nasen von dem Cocaine übrig, frisch vom Backpapier. Und wenn ich in deine Stadt marschiere, dann sorg für Trommelwirbel. Und all die Fans wollen plötzlich alle Fotos schießen, doch die Leber läuft auf leerem Tank. Also bitte tut mir den Gefallen und macht schnell keinen Plan, ob ich so noch länger stehen kann. Denn Nutte, ich bin viel zu krass für dieses Business. Und alle Rapper, die sich heute noch mit mir vergleichen, haben keine Ahnung, wovon sie da reden. Denn entgegen jeglicher Erwartung handelt es sich dabei lediglich um Niedlichkeiten. Größter Penner im Biss, ha! Trotzdem Member der Klick. Deutsche MCs, sie erkennen die Zeichen und baumeln sogleich an einem hängenden Strick. Schreib du ruhig in deinem Internetblog, dieser Skeez wäre ein spinnender Schmock. Doch treff ich dich einmal auf 13 Promille, hau ich dir erst einmal die Brille vom Kopf. Egal wer du bist oder meinst was zu sein, ich will nur, dass du weißt, ich gebe keinen Fick. Schmeiß du ruhig mit Steinen, ich schmeiße mit Scheinen. Geh und kauf dir davon einen Strick. Ich sorge für Abriss, was lediglich Fakt ist, jedoch deine Person sorgt in unseren Kreisen und hunderte Meilen für Lachkick. Der Kaiser von China, geh und erzähle doch ihm was. Mach hier nicht auf eiserne Diva und frag mich nicht nach einem Feature. Vielleicht interessiert er ihn das. Den Kaiser von China, den Kaiser von China, den Kaiser von China.